Die Faszination, die das mobile Lebenswerthaus auslöst, lässt so manchen nicht mehr los. Wir haben schon über die Flexibilität und Vielseitigkeit des Lungauer Handwerksproduktes berichtet, das eben in Salzburg Süd Station macht. Das Lebenswerthaus soll ja vor allem auch erschwinglich sein. Wie preiswert das mobile Haus tatsächlich ist, haben wir in Erfahrung gebracht. Es sollen die eigenen vier Wände sein, die man sich auch in Zeiten wie diesen leisten können soll. So flexibel wie bei der Wahl des Standortes ist man auch beim Kauf. Die Module lassen sich in verschiedenen Preiskategorien beschaffen, vom Rohbau bis hin zur Vollausstattung. Der Einstieg ist einmal mit Rohbau. Das heißt, im Rohbau sind die Fensterlösungen schon fertig, da ist das Dach auch schon fertig. Es ist zwar nicht isoliert, es sind auch diese Installationen noch nicht fertig, aber da ist der Einstieg ungefähr bei 980 Euro. Inklusive der Steuer, inklusive der Zustellung pro Quadrat. Das nächste ist Edelroh. Der Edelroh ist bei 1730 Euro. Da sind schon die ganzen Lösungen drinnen für Elektro, die ganzen Sachen schon für Installationen, auch das Dach sowieso und die ganzen Fensterlösungen, das ist alles schon fertig. Das nächste ist dann mit 2280 komplett mit der Einrichtung und Vollausstattung. Ein voll ausgestattetes 90 Quadratmeter Haus, so wie dieses hier, käme dann in etwa auf 200.000 Euro. Finanzierungsmodelle auf Raten sollen vor allem auch für junge Menschen attraktiv sein. Bei einem vorhandenen Grundstück wäre man mit um die 800 bis 900 Euro monatlich dabei. Das Modell ist so, dass es auch für junge Leute, ohne dass sie riesige Summen erben oder irgendwo herbekommen, leistbar ist. Und wenn wir rechnen, rund 200.000 Euro, was der Standard oder die Standardmodule hier kosten, wenn man dann um die 800, 850 Euro monatlich eine Rate hat, dann ist das, glaube ich, leistbar. Natürlich muss man sich das dann individuell noch ansehen. Hat man eine längere Laufzeit, wird die Rate niedriger oder dass man mehr Eigenmittel einbringt oder eben Eigenmittel einbringt. Und dann wird es, glaube ich, schon leistbar, dass man zu den eigenen vier Wänden kommt und das noch flexibel. Grundstückspreise sind im Hoch. Auch hier will das Mobile Home punkten. Viele Grundstücksbesitzer wollen ihren Grund weder verkaufen noch verbauen. Mit dem Mobile Home kann man sich ohne weiteres ein Grundstück mieten. Und dieses mit dem Haus ohne Wertverlust für das Grundstück nach Ablauf der Baurechtszeit wieder verlassen. Win-win für Häuselbauer und Grundbesitzer. Also grundsätzlich braucht man natürlich Bauland, wie sonst auch bei einem Haus. Das Schöne beim mobilen Haus ist, dass ich nicht nur ein Eigengrundstück verwenden kann, sondern auch ein Baurechtsgrundstück, weil ich das Haus ja nach Ende der Baurechtszeit wieder mitnehmen kann. Ja, beim Baurecht ist es ja üblicherweise so, wenn ich 30, 40 Jahre Baurechtszeit habe, dass ich dann am Ende das Haus zurücklassen muss. Ich kriege zwar ein Viertel des Zeitwertes ersetzt, aber ich muss es zurücklassen. Und der Grundstücksbesitzer erbt ein Haus praktisch, muss dafür zahlen und hat meistens was, was er nicht braucht. In unserem Fall wird das Grundstück wieder freigemacht und der Hausbesitzer kann sein Haus mitnehmen und an anderer Stelle wieder auf Baurechtsbasis oder auf Eigengrund aufstellen. Auch SPÖ-Landesrat Walter Blachfellner sieht hier neue Möglichkeiten für die Nutzung von Grundstücken. Ja, generell ist alles, was dazu hilft, dass wir Grund und Boden zum Bauen bekommen, zu unterstützen. Aber auf jeden Fall interessant, spannend für einen bestimmten Zeitraum für Menschen, sich den Wunsch vom eigenen Heim, vom eigenen Haus zu ermöglichen und auch für Grundeigentümer, die nicht wissen, was sie mit dem Grundstück tun wollen, die es nicht verkaufen wollen und die dann sagen, gut, auf 10, 20, 30 Jahre kann ich mir das vorstellen, das ist abschätzbar, dieser Zeitraum, und dann gehört es wieder mir. Das ist eine neue Idee und generell soll man neuen Ideen offen gegenüber sein, soll sie überprüfen und wenn sie gut sind, unterstützen. Und ich glaube, dass das hier eine gute neue Idee ist. Eine visionäre Idee verfolgt man gemeinsam mit den Gemeinden. Wer sich im Pensionsantrittsalter noch ein Haus bauen will, könnte dieses doch mobil errichten. Wenn irgendwann betreutes Wohnen nötig werden sollte, übersiedelt man das Haus in einen Seniorenpark der Gemeinde. Also ein Grund, wo betreutes Wohnen stattfindet und wo Senioren ihr Haus hin mitnehmen könnten.
dann 20 Jahre, 25 Jahre später, wenn vielleicht betreutes Wohnen nötig ist, das ganze Haus in den Lebenswertpark der Gemeinde zu übersiedeln, wo betreutes Wohnen stattfindet. Und letztendlich bleibt man in den eigenen vier Wänden. Das Einzige, was sich ändert, ist der Blick aus dem Fenster. Wir sind auch schon mit vielen Gemeinden im Kontakt, denen die Idee sehr gut gefällt. Im Moment sind viele Gemeinden auf der Suche nach passenden Grundstücken, die vielleicht auch im Baurechtsweg dann für diese Häuser, für diese Familien zur Verfügung gestellt werden. Welche Ideen und Konzepte mit dem Mobile Home noch verwirklicht werden und ob sich die Salzburger von der Idee des mobilen Hauses verzaubern lassen, wird die Zukunft zeigen.